Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen mal wieder zu Werner Vino, heute aus dem Keller. Heute auch mal wieder mit der Kamerafrau. Ja, hallo. Das erste Mal für mich im neuen Keller. Ja, und wie findest du, wie ist er geworden? Ja gut, aber ich habe mir auch mit Einrichten geholfen. Kann ja nur gut werden. Das stimmt, naja. Stimmt schon. Wiener. Du meintest ja, dass du so im Italien-Bereich so ein paar Sachen noch nicht probiert hast. Das stimmt, ja. Unter anderem Barolo und Barbera. Ja. Und ich finde, Chianti sollten wir auch mal wieder probieren. Ja, Chianti ist ja eigentlich der bekannteste italienische Wein. Aber heute ist es Barolo und eben Barbera. Also wir haben heute mal zwei Weine von einem Weingut aus Italien herausgesucht. Das Weingut ist Fontana Fredda. Ja. Fontana Fredda ist ein relativ bekanntes Weingut eigentlich aus Italien, kommt natürlich aus dem Piemont. Barbera ist natürlich immer so, finde ich, so ein bisschen verbunden mit einem Namen von einem anderen Weingut, nämlich mit Giacomo Bologna. Den kennt natürlich jeder von dem Brico del Cilone. Und ich erinnere mich immer da so an eine Folge von den Weinmachern, diese bekannte Serie aus den 80ern mit Christian Richard. Haben wir übrigens auch das Buch hier liegen. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, sich das anzuschauen. Jedenfalls, der Barbera ist halt so die absolute Massentraube in Italien. Und es gab halt eben damals diesen Winzer, der eben da gezeigt hat, dass in der Traube was, dass man da was machen kann. Und unter anderem hat eben auch das Weingut Fontana Fredda hier einen schönen Barbera gemacht. Wir haben hier einen Barbera aus dem Jahr 2016. Den Brico Tondo. Ein Barbera, reinsortig. Ausbau 5 Monate im Barrique. Danach eben auf der Flasche weitergegärt. Weitergereift. Wenn ihr euch die Farbe anschaut, dunkles Rot, ich würde sagen so, ja. Ja, zeig nochmal die Farbe. Ich zeig nochmal die Farbe, hier dunkles Rot, ich finde sehr schönes Rot. Rubin. Mhm. Hat was. Ich finde hier sofort was in die Nase sticht. Das ist so Brombeere, Pflaume. Pflaume, ja. Aber richtig reife Pflaume, nicht so eine ganz frische vom Baum. Ja, der ist schön, oder? Mhm. Von der Nase her. Mhm. Das Besondere an dem Weingut ist übrigens auch, die sind ökologisches Weingut. Ich weiß jetzt nicht, ob es biodynamisch anbaut, aber ich könnte es mir vorstellen. Auf jeden Fall versuchen sie eben in dem Weinberg keine Behandlung zu machen, sondern den Weinberg total natürlich zu behandeln, lassen das natürlich reifen, suchen dann auch den perfekten Lesezeitpunkt eben raus. Sogar das Regenwasser wird gesammelt, um dann eben damit die Weinberge zu bewässern. Also ich finde, das ist schon echt ein interessanter Ansatz, finde ich. Hat jetzt so eine. Schon ein bisschen Restsüße, oder? Ja, ja. Mhm, aber angenehm. So ein angenehmer Trinkwein einfach, den könnte ich mir jetzt zu einer frischen Pasta vorstellen. Oh ja. Zu einer Bolognese-Soße könnte ich mir auch gut vorstellen. Wie kommst du auf die Assoziation? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat so ein guter Koch heute eine Bolognese-Soße gemacht, die echt gut war übrigens. Mhm. Kann ich nur einstimmen. Ich kann mir jetzt bloß nicht vor der Kamera auf die Schultern klopfen. Das wäre ein bisschen komisch. Soll ich das übernehmen? Ja.
finde, das ist so ein richtig schöner Pasta-Wein einfach. Unkompliziert. Man kann schön trinken. Hat eine angenehme Säure. Deswegen ist so ein Trinkfluss auch vorhanden. Also ist nicht zu fett. Schlank. Fruchtigkeit. Ich würde ihn jetzt nicht über den 40 Punkten sehen. Aber schon um die 40, wenn ich mich da einmischen darf. Ja, ich finde, so fährt bei 38 Punkten oder so. Also ist schon, ich finde, ein bisschen degradiert, wenn es heißt, nur für Pasta. Ja, man kann auch so trinken, so ist ja, es nicht. Ja, schon, auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall auch was. Nicht nur so ein Speisenbegleiter. Nee, das nicht, aber ich finde so der Klassiker, also man, wenn man jetzt beim Italiener ist und den kriegt, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Preislich habe ich noch nichts gesagt. 59. Um Missverständnisse zu vermeiden, 59, weil ich habe vorhin 59 verstanden. Ja, 9,50 Euro. Also 59 ja. Euro wäre ein bisschen übertrieben, sage ich jetzt einfach mal. Aber 9,50 Euro ist ein echt fairer Preis, gut. Ist, glaube ich, auch was für den kleinen Geldbeutel, wenn ihr jetzt mal einen guten italienischen Rotwein trinken wollt. Der schmeckt unglaublich nach Kirsche. Hm? So, also Schattenmorellen eher, ja, aber Sauerkirsche. Richtig, ja. Mhm. Aber gut, nicht zu sauer. Nur mal gucken, ob das wirklich stimmt. Muss man überprüfen. Die Kamerafrau kann auch mal recht haben. Ja, die hat auch recht. Also Schattenmorellen, das kommt schon hin. Der ist echt schön, oder? Ja. 38 Punkte ist auch ein gutes Ergebnis. Wenn unsere Punkteskala ja anschaut, bei so der 30er-Bereich, das sind ja gute Trinkweine. Also das darf man ja nicht vergessen. 30, so zwischen, ich sage jetzt mal 35 bis 40 Punkten, das ist eine sehr gute Bewertung hier bei uns. Ich finde das auch so, da kommt so ein bisschen italienisches Lebensgefühl sofort raus, weil allein der Name so Brico Tondo. Ja, und ich finde auch, obwohl es ein Rotwein ist, den ich jetzt persönlich eher im Winter bevorzuge, kann man ihn aufgrund des Kirscharomas auch auf jeden Fall im Sommer sehen, eben auch mit italienischem sommerlichem Lebensgefühl verbunden. Genau, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man den einfach auch im Sommer in Italien trinken könnte, leicht gekühlt. Ja, in einem alten Steingehöft, wie auch immer. Das Piemont soll sehr schön sein übrigens. Das wäre auch mal ein Urlaub wert. Kommt auch die berühmte Piemont-Kirsche her. Aber nach Moncherie schmeckt hier, glaube ich, nichts. Oh nein, das wäre eine Beleidigung für den Wein. Der schmeckt mir. Okay, kommen wir jetzt zum zweiten Wein heute. Ja, du hast ja lange drauf gewartet. Der Barolo, der ist jetzt ein bisschen gereift. Wir haben ihn ein bisschen über Nacht stehen lassen, damit er ein bisschen mehr atmen kann. Ich glaube, das tut ihm auch gut. Also Empfehlung an euch. Der Serra Lunga d'Alba sollte ein bisschen Luft bekommen. Also hier seht ihr ihn nochmal. Also Serra Lunga d'Alba Barolo aus dem Piemont. Gleiches Weingut wie der Barbera vorhin, aber auch eine ganz andere Farbe. Auch wir haben der Kamerafrau noch gar nichts gegeben, Moment. Dankeschön. Oh. Ganz anders wie der erste. Ja, viel mehr Gerbstoff, viel mehr Tannin, das riecht man jetzt schon. Die Kirsche ist nicht dabei. Ein bisschen. Nase, aber lang nicht so intensiv, die war erst so hervorstechend beim ersten. Genau, ja, aber hier ist noch so ein Gewürzcocktail, so ein bisschen so. Bisschen was Vanille? Herbes, Herb, ne? Herb, ja, ziemlich genau, so was Wald, ja, irgendwas Waldiges ist noch dabei. Das ist so ein Wein, den kann ich mir jetzt richtig schön vorstellen, so
zu Schmorgerichten, zu Wild, zu Wildschwein. Toll. Ich habe noch gar nicht probiert. Im Geschmack ist er deutlich sanfter, als man denkt. Also ich denke über Nacht, dass er ein bisschen geatmet hat. Das hat ihm gut getan. Er hat die Gerbstoffe ein bisschen abgebaut und ist jetzt sehr geschmeidig auf der Zunge. Also ich habe gestern schon einen kleinen Schluck probiert, als ich ihn aufgemacht habe. Da war er ein bisschen herber, ein bisschen kräftiger. Und jetzt ist er so ein bisschen sanfter. Das ist eigentlich ganz schön. Also kleiner Tipp, dekantieren. Der Wein ist übrigens 24 Monate im Eichenholz, im Barrique-Fass gelegen. Und danach 12 Monate noch auf der Flasche. Also hat schon eine Zeit hinter sich. Wir haben hier den Jahrgang 2013, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, 2013. 14% Alkohol. Barolo ist jetzt nicht der leichteste Wein, das wisst ihr vielleicht. Und Barolo ist schon, der hat schon Kraft. Der hat Sumse. Also, wie ist so dein Eindruck? Schmeckt der dir, oder? Ja, aber mein Favorit war definitiv der erste. Mhm. Mhm. Für heute. Also, heute. Mag Tagesform abhängig sein. Mhm. Aber das Fruchtige hat mich heute mehr überzeugt. Die Fruchtnote. Der ist ein bisschen maskuliner jetzt. Von der Gesamtinterpretation, von der Präsentation. Könnte ich mir jetzt auch zu Steak oder zu Lamm vorstellen, also zu kräftigen, scharf angebratenen Sachen könnte ich mir vorstellen. Oder eben zu geschmorten Sachen. Also ein Wein, der auf jeden Fall vielleicht Fleisch braucht. Was meinst du? Wie der Trinker, ne? Die Leute missverstehen mich hier immer. Also ich bin nicht nur ein Fleischesser, ich esse sehr viel Gemüse. Mhm. Pasta. Mhm. Also nur mal hier angemerkt. Pasta ist mein Gemüse, oder wie? Ha. Also, von dem her, also man kann dazu auch sicher was Gemüsiges essen, da fährt sowas. Ja, so eine Herbstgemüsepfanne irgendwie. Genau, und halt Pastinaken. Irgendwas, was vielleicht auch länger im Ofen war, so ein bisschen. Was auch so einen leicht, ganz leicht erdigen Geschmack hat vielleicht. Bei mir gefällt der eigentlich sehr gut. Preis ist eigentlich ein bisschen das Problem von dem Wein. Also der ist jetzt bei 35 Euro. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ist eine Hausnummer. Ich meine, der erste war jetzt bei 9,50 Euro. Das ist schon was anderes. Dennoch, also ich finde, der Wein ist sehr viel vielschichtiger als der erste Wein. Und ist einfach... Er bringt noch was. Also ich finde, der ist einfach viel länger auf der Zunge und du hast im Mund einfach viel länger was von dem Wein als von dem ersten. Deswegen muss ich da jetzt auch dort schon ein bisschen über die 40 gehen bei dem Wein. Wie würdest du ihn einschätzen? Wie gesagt, dadurch, dass er auch meines Erachtens noch eher ihn als männlichen Wein oder Geschmacksträger bezeichnen würde, trifft er nicht ganz meinen Geschmack, aber deswegen muss es kein schlechter Wein sein. Mhm. Also für mich ein bisschen schwierig zu bewerten. Ja, also ich gebe ihm jetzt mal 44 Punkte. Mhm. Und ich glaube, ja, doch, ja, 44 ist gut. Italien hat was. Mhm. Also ich glaube... Kann was. Ja, Italien, solange er vom Fußball absieht, ist Italien eigentlich ein wunderbares Land. Also da fährt man gerne hin, man macht gerne Urlaub, man isst gerne das Essen, die Weine sind gut. Also, ist doch top. Das passt einfach. Das hat echt was. Und also heute hat es mir wieder ein bisschen was gezeigt. Also man muss einfach auch mal wieder ein bisschen mehr über den Tellerrand schauen und vielleicht auch mal wieder über die Alpen schauen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Vielleicht sollten wir dann mal wieder auf Entdeckungstour fahren. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Das
ist auf jeden Fall eine Reise wert und ja, wäre was. Ja, in diesem Sinne, trinkt mal auch was aus Italien. Es muss nicht immer Frankenwein sein, es darf Frankenwein sein, aber es darf auch mal was aus Italien sein. Also macht's gut, Servus und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.